Nur 4 Tage nach dem anstrengenden Grand Prix Niederösterreich muss die österreichische Radelite wieder aufs Rad. Im oberösterreichischen Offenhausen wurde auf dem 22,5 Kilometer langen Strecke durchs Grünbachtal die Staatsmeisterin und der Staatsmeister im Einzelzeitfahren ermittelt. Der Kreis der Favoriten ist trotz Abwesenheit des Titelverteidigers Ricardo Zeudel und des Lokalmatadors Lukas Böselberger gar nicht so klein. Zeudel ist beim Giro in Friaul am Start und Böselberger kuriert eine Verletzung nach einem Sturz in der Bretagne aus. In Offenhausen sind zuerst einmal die Damen an der Reihe und hier zählt Andrea Graus zu den Titelanwärterinnen. Andrea Graus, fit für die schwere Strecke heute? Ja, also ich habe sie gerade besichtigen können. Ich bin seit 2007 keine Einzelzeitfahrenmeisterschaft mehr gestartet. Das heißt, Spezialistin bin ich nicht in der Disziplin, aber die Form habe ich gesehen, bei der internationalen Rundfahrt passt ganz gut. Das heißt, ich freue mich jetzt auf das Rennen und nichts zu verlieren, nur zu gewinnen. Mit Start Nummer 5 geht Graus in das Rennen gegen die Uhr. Sie findet sofort ihren Rhythmus und mit einem Schnitt von 41,9 km/h zieht die idyllische Landschaft des Grünbachtals an ihr vorbei. Am Benneberger Berg überholt sie locker die 2 Minuten vor ihr gestartete Lisa Lackner. Und während Graus wieder Richtung Offenhausen unterwegs ist, macht sich die Kärntnerin Brigitte Krebs für den Start klar. Brigitte Krebs in der 25. Saison als Radrennfahrerin. Fasziniert Sie dieser Sport so? Ja, ich liebe das Radfahren und deswegen fahre ich immer. Was kann man sportlich von Ihnen erwarten? Man darf es ja ruhig respektlos sagen als Mit-40erin. Unter die 10 wird es schwierig sein, weil einfach die Jungen nachkommen und mir gelingt es zwar, das Niveau zu halten, aber wie gesagt, die Jungen, die holen auf und da wird es ganz schwer, unter die 10 zu kommen. Platz 16 wird es am Ende sein. Zu den wirklichen Favoriten zählt jedoch Martina Ritter. Sie startet, als Andrea Graus von ihrer Runde nach 32 Minuten, 13 Sekunden und 9 Hundertstel zurückkommt. Ritter fährt einen Schnitt von 42,8 Kilometer und auch den Anstieg meistert sie mit scheinbarer Leichtigkeit, obwohl die Vorbereitungen alles andere als leicht waren. Ja, die Vorbereitung war sehr ungünstig. Also ich bin eben vor 2 Wochen bei der Grazia Orlova Rundfahrt schwer gestürzt, also mit 70 km/h auf den Asphalt geknallt, hatte schwere Prellungen, dürfte eine Woche jetzt überhaupt nicht trainieren. Am Montag habe ich die Freigabe von meinem Sportarzt bekommen und ich habe mich so gefreut, dass ich fahren darf. Und jetzt, dass ich die Staatsmeisterschaft gewonnen habe, da bin ich jetzt überglücklich. Man muss sich ja, glaube ich, auf dieser selektiven Strecke das Rennen gut einteilen. Ja, muss man sich sehr gut einteilen, dass man nicht gleich am Anfang überpowert, vor allem weil ja dann nach 15 Kilometern der Bennewanger Berg kommt und der ist nicht ohne. In der Kategorie U23 holt sich Jacqueline Hahn die goldene Staatsmeistermedaille. Mit einer Zeit von 32 Minuten, 24 Sekunden und 57 Hundertstel belegt sie in der Gesamtwertung Platz 4. Auch bei den Herren gibt es einige Anwärter auf den Staatsmeistertitel. Hier geht mit der Nummer 54 Christian Strasser auf die 22,5 Kilometer Strecke. Für ihn ist das auf Bezug seiner üblichen Rennen wie ein Schritt bei einem Marathon. Strasser hat 2011 das Race Across America gewonnen, ein Rennen über 4.825 Kilometer quer durch die USA. Es ist total was anderes. Ich habe mich trotzdem motiviert, dass ich da mal mitfahre. Ich wollte wissen, wo ich stehe bei kurzen Rennen. Ich wollte mich mit der Elite vergleichen und ich bin mit meiner Zeit eigentlich sehr zufrieden. Es ist sehr gut gegangen. Warum sind Sie eigentlich hier bei der Meisterschaft mitgefahren? Es reizt mich. Also Einzelzeitfahren, im Endeffekt ist Race Across America auch Einzelzeitfahren, andere Distanz. Ich mache das im Training auch und ich weiß, dass ich vom Training her, von meinen Leistungsdaten irgendwo mitfahren können, so jetzt, und das hat heute eigentlich ganz gut passt und ich bin auch recht zufrieden.
Sie sind wahrscheinlich schon mit den Gedanken, teilweise auch in den Vereinigten Staaten. Wie weit sind denn die Vorbereitungen gediehen? Wann fliegen Sie drüber? Wie sind Sie körperlich beisammen? Also ich habe gerade vor einer Woche das Race Across Italy gewinnen können und das habe ich jetzt sicher auch 5 Tage später noch etwas gespürt, aber das soll kein Ausrede sein. Ich bin ganz gut in Form und es geht am 1.6. nach Amerika und am 11.6. ist der Start. Und Ihre Zielsetzungen für diesen Höllenritt? Ja, tief stapeln hat keinen Sinn. Also mein Ziel ist ganz klar der erste Platz und ich gebe alles dafür und fühle mich bereit dafür. Sie müssen ja nicht so schnell fahren wie heute hier in Offenhausen. Nein, ich kann bergab zumindest rollen lassen und muss nicht immer vor drauf drucken, ja. Hier in Offenhausen belegt der Steirer Platz 23 mit einem Rückstand von 1 Minute 50 auf den Staatsmeister. Am Start auch Stefan Rabitsch. Er hat den Grand Prix Niederösterreich 4 Tage zuvor souverän gewonnen. Hier beim Zeitfahren wird es Platz 20. Mit Startnummer 113 nimmt Matthias Brändle den Kampf gegen die Uhr auf. Die Strecke ist sehr selektiv, die richtige Einteilung der Kräfte ist gefragt. Ja, ich habe ein bisschen zu schnell angefangen, habe man auch gesehen, bei der ersten Zwischenzeit war ich richtig weit vorn. Dann haben wir richtig schwer getan, am Schluss habe ich nochmal gekämpft und zum Glück hat es gereicht. Brändle ist hauptsächlich bei Radsportveranstaltungen im Ausland unterwegs und hat somit einen guten Vergleich zu Veranstaltungen wie hier in Offenhausen. Also ich muss sagen, was Oberösterreich da heute auf die Beine gestellt hat, ist wirklich ein Wahnsinn. Vom Morgen bis am Abend, super Radsportveranstaltung. Ich habe am Schluss noch richtig zittern müssen, es ist richtig knapp noch geworden, aber es hat zum Glück gereicht und ich bin überglücklich, dass ich heute den Staatsmeistertitel holen konnte. Wie viel ist dieser Titel wert? Ist es der zweite für Sie nach 2009 im Zeitfahren? Ja, der ist mir sehr viel wert. Ich wollte ihn die letzten Jahre immer verteidigen, aber letztes Jahr war ich beim Giro d'Italia, vor 2 Jahren war ich bei der Vuelta a España, konnte leider nicht teilnehmen. Dieses Jahr konnte ich teilnehmen und ich freue mich wieder mit dem rot-weiß-roten Trikot am Start zu stehen. Anwärter für eine Medaille ist auch Andreas Hofer. Der Träger des weißen U23-Trikots in der Chibodo-Bradliga ist auch Titelverteidiger im Einzelzeitfahren in der U23. Auch 2011 ging der Titel an ihn. Der für das Team vor Radlberg fahrende Niederösterreicher zählt zu den talentiertesten Straßenradrennfahrern Österreichs. Wie schon in Niederösterreich fällt die Entscheidung hier in Offenhausen ganz knapp aus. Ja, also es war sehr eng. Ich glaube, ich habe so 12 oder 15 Sekunden am Matthias verloren, ein paar Sekunden am Andi Graf. Also ich bin sehr zufrieden. Es war ein sehr knappes Rennen auf dem schweren Kurs. Nach genau 27 Minuten, 55 Sekunden und 39 Hundertstel ist für Hofer das Rennen vorbei und der Titel in der U23 verteidigt. Andreas Hofer, wie viel ist eine Goldmedaille in der U23-Wertung im Einzelzeitfahren für Sie wert? Also für mich ist das sehr viel wert. Ich bin jetzt zum dritten Mal in Folge in der U23 Erster geworden. Also das war mein Ziel, dass ich in der U23 wieder Erster werde. Also für mich ist das gleich viel wert, wie wenn ich Staatsmeister werde. Aber ewig werden Sie nicht U23 fahren können? Nein, das war das Jahr mein letzter Goldener in der U23. Also nächstes Jahr muss dann hoffentlich in der Elite die Goldene wieder her. Andreas Graf wird ebenfalls als Titelanwärter gehandelt, doch wieder kommt es anders. Darf man zu Andreas Graf sagen, der silberne Zeitfahrer? Ja, es gibt ein bekanntes Lied, das heißt Realize that I never win sometimes. Das kann ich mal schon langsam vor jedem Start spielen, weil ich weiß, es gibt einen, der schneller ist. Nein, jetzt Scherz beiseite, ich werde wieder weiter daran arbeiten und denke nächstes Jahr, ich hoffe, dass wir nächstes Jahr 2 Runden fahren und dann gibt es keinen Halt mehr für mich. Sie haben irgendwie langsam begonnen und sind dann immer schneller geworden. Ne? Ja, ich habe heuer, glaube ich, zu langsam angefangen, das ist richtig, aber ich habe mir die Zwischenzeiten von 2009 angeschaut, da ist der Matthias auch langsamer weggefahren und ich habe versucht, das mit dran anzupassen, aber war zu langsam. Und hier hat Josef Benetzeder, der Führende in der Chibodo-Bradliga, noch 22,5 Kilometer Anstrengung vor sich, um entweder den Titel zu holen oder zumindest das gelbe Trikot zu verteidigen. So nahe am Heimatort gelingt ihm aber beides nicht. Er belegt Platz 7. Sein direkter Konkurrent in der Ligawertung startet hier im orangen Trikot. Jakub Kartuchwiler, der fast 2 Meter große Tscheche, zeigte bereits bei den vergangenen Rennen, dass mit ihm zu rechnen ist. Und das beweist er auch hier. Mit 50 Sekunden Rückstand auf Brändle wird der Fünfter und übernimmt das gelbe Trikot des Ligaführenden.
Auch für ihn war es ein schweres Rennen und natürlich wird er versuchen, das Trikot zu verteidigen. Dieses hat aber in dieser Saison schon öfters den Besitzer gewechselt. Ein Blick auf die Einzelwertung zeigt, dass die Abstände sehr knapp sind und es wird sicher noch spannend bei den nächsten Rennen. Die Teamwertung bleibt unverändert, denn da gab es dieses Mal keine Punkte. Der nächste Cibo-Top-Radliga-Renntermin führt uns am 1. und 2. Juni nach Kärnten zur Bergfahrstaatsmeisterschaft und zum Grand Prix Südkärnten.